So, da wären wir wieder. Und mir ist eben gerade eingefallen, was wir diese Folge machen wollen. Und ich habe sofort ein dickes, fettes, breites Grinsen bekommen. Denn. Tada. Was? Haben wir die abgespeichert? Amama Jab. Nein, nein. Wo bist du da? Kurzschwert. Komm her, Kurzschwert. Das schöne Ding. Wollen wir starten? Es ist kein Körbel an Bord. Sollte alles okay sein. Und der Test war einfach nur, dass das Ding in der Höhe von 11.000 Meter oder was aktiv sein soll. Problem, was wir haben könnten, ist Stabilität. Weil es ist halt kein Pilot drin und wir haben kein Gyro, wie auch immer Ding das heißt. Das sind Batterien. Oh, Batterien. Das könnte noch so ein Punkt sein. Mach mal einfach zwei Batterien rein. Das sollte reichen, um bis auf 11.000 Meter zu kommen. Zumal das Ding ja auch Strom produziert. Aber sicher ist sicher. Wie teuer sind die? 80, ja, das ist vertretbar. Diese Gyro-Dinger. Stack-Decoupler ist kein Gyro-Ding. Da. Small Inline Reaction Wheel. Was? This Inline Reaction Wheel System uses a series of spinning discs that are going very fast. Was? To generate the torque necessary to control a spacecraft without wasting propellant. Also ja, das sind Drehdinger, die dafür sorgen, dass das Ding sich dreht. Genau, ich glaube, das könnte man einbauen, um Stabilität zu bekommen. Irgendwo. Wie teuer bist du? 600. Nee, komm, 4000 können wir verheizen. Das ist okay. Wir starten jetzt einfach das Kurzschwert, speichern. Starten. Oh, warte, 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 warte. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Wir müssen zurück. Wir brauchen Fallschirm. Ernsthaft, brauchen wir Fallschirme? Ich überlege gerade, weil wir kriegen zwar das Geld dann wieder, aber das Ding wird niemals sanft landen. Nicht mal mit vier Fallschirmen, die radial da angeordnet sind und was weiß ich, weil sobald das Ding irgendwo aneckt, explodiert es. Und zwar laut und groß und doll. Und dann wird der Tank explodieren, egal ob was drin ist oder nicht. Und am Ende haben wir nur das kleine Ding da über. Stay put, Nick. Das ist schon Charge verbraucht? Oh, okay. SAS. Cannot engage SAS. Okay, das macht das Ganze denn nicht Space Center. Oh Gott. Aber das macht das Ganze dann schon mal einfacher für uns. Geht zum Kurzschwert. Recover. So, dann würde ich ganz gerne dann. Würde ich ganz gerne hier rein. Dem Kutsch wird jetzt doch dieses komische Ding da verpassen. Und ohne das haben wir kein SAS und ohne SAS können wir das kriegen. Da, Inline-Drehding. Inline-Drehding ist dran. Können wir das jetzt starten? Warum machst du die Entspannmusik? Wir starten gleich und explodieren. Geh weg mit der Entspannmusik, genau. Gut. Oh. Irgendwas ist schief gelaufen. Das Ding ist nicht mehr stabil. Und wir haben immer noch kein SAS. Revert Flight. Vehicle Assembly Building. Stay put, Nick, ist doof. Also das ist echt nur ein Satellit. Das ist kein Kontrollmodul für irgendwas in der Richtung. Das heißt, wir müssen jetzt einen Piloten da rein. Oh. Maus. Ich würde ganz gerne. Das sieht nicht gut aus. Komisches Drehding. So, also da ein Pilot jetzt reinkommt, brauchen wir auch wieder Staging. Wir brauchen auch wieder Fallschirm und all so ein Gedöns. Mach das daran, mach das da dran. Dann hätte ich gerne Utility, einen Fallschirm oben drauf. Den Fallschirm hätte ich gerne erst später. Zwar ganz zum Schluss. Und ja, hallo, Crew. Nicht Jebediah. Nee, nee, nee. Obwohl, Flofred hat sich eigentlich auch schon bewiesen. Aha. Wir haben das Ding doch aufgestuft, ne? Speichere das Kurzschwert nochmal ab. Ich wusle hier schon viel zu lange rum. Ich will Sachen in die Luft bringen. Ich habe es noch kurzzeitig geändert, was ich sagen wollte. Keine Sorge. Pilot. Sigwin. Oder kein anderer. Ja, komm her, Sigwin.
Sigvin Gurman. Du hast ein interessantes erstes Raumfahrzeug. Wo bist du? Da bist du, Sigvin. Ja, okay. Also das Ding startet, wir springen das untere Ding ab, wir landen sicher und du kriegst ja vielleicht einen Erfahrungspunkt. Und stirbst nicht. Hey, 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 hey. Die Batterien hätten wir abnehmen können, aber das sind 160 Körbel hier, das ist okay. So, SAS haben wir jetzt endlich. Danke, Sigvin. Und wir müssen einfach nur auf 11.000 Meter, das heißt, ich drücke jetzt einfach Leertaste. 3, 2, 1. Das ist jetzt nicht so heftig, wie erwartet. Treibstoff? Treibstoff geht ganz schön schnell weg. Dafür sind wir aber auch schon auf 120. Und das ist butterweich. Also es hört sich sanft an. Wir sind schnurgerade. Es wackelt nichts. Wir haben gleich keinen Treibstoff mehr, aber es wackelt nichts. 5000. Könnte knapp werden. Müssen wir es nur testen? Run-Test, ja. Also wir brauchen keinen Treibstoff da oben. Wir sind nur noch in der ersten Atmosphärenschicht. Mach das doofe Fenster da weg. 9000, 11000. Wir sollten was machen? Auf welcher Höhe? Geh runter. Da bei 390 Meter die Sekunde. Oh. So, aber nicht schneller. Nicht schneller als 890. Ja, jetzt demnächst. Jetzt. Run-Test. Haha, geschafft. Das Gutschwert war erfolgreich. Gut, Sigvin. Ich habe mir sagen lassen, man kann jetzt neuerdings Gebäude zerstören. Deswegen darfst du nicht, ich wiederhole nicht, gerade runterfallen. Du fliegst jetzt mal ein bisschen nach da. Und platzt hoffentlich ins Meer. So, Sigvin findet das gar nicht toll. Absprengung. Jetzt. Jetzt. Warum auch immer ich zweimal drücken musste. Du fällst runter, aber hoffentlich auch nicht da drauf. SAS aus. Und ein bisschen warpen. Warp, warp, warp. Whee. Warum kippst du mit Fallschirm nach vorne runter? Genau. Das Schwere muss nach unten. Erdanziehung und so. Also, Körbelanziehung. So, 11.000, 18.000. Düpp, 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 düpp. Es sieht ganz schön nah aus, aber ist es nicht. Ist im Wasser, okay. 6000 Meter, 5000, ja, Fallschirmzeit. Einfach jetzt. Und ich wurde mehrfach darüber aufgeklärt, dass der gelbe Fallschirm nur bedeutet, dass er geöffnet ist. Es hat nichts damit zu tun, dass er beschädigt ist oder irgendwas in der Richtung. Das ist schon mal sehr beruhigend. Auch wenn er nicht sehr beruhigt aussieht. Ich hoffe, die bauen mit der Zeit diese Ängste ab. Also das wird einer von den beiden Stats sein. Aber es wäre jetzt nicht so schön, wenn man irgendwie nach Duna fliegt und die Piloten sind durchgehend nur am Schreien, weil sie Angst haben. Es ist nicht so wirklich motivierend, Sigvin. Daran musst du noch arbeiten. Genau. Grinsen, lächeln und die Kamera winken. Alles gut. Recover. Das gab jetzt 0 Science-Punkte. Ja, es ist okay. Es gab ein bisschen Geld zurück. Und es gab 1 XP. Was mir viel wichtiger ist, ist das hier. Skipper. 26.000 Gurbian. Was gut ist. Und 41 Forschungspunkte für das komische Ding. Aber das finde ich toll. Also durch diese random Zusammenstellung von Komponenten kann man ziemlich abgefahrenes Zeug bauen, das man normalerweise nicht unbedingt bauen würde. Und es funktioniert. Und es kommt in die Luft. Es kommt nicht unbedingt in den Orbit, aber es kommt in die Luft. Und es macht dann Dinge. Und dafür kriegt man Sachen. Also du weg. Was war der Rest? Das war das Detachment Manifold und das war einfach Science Data. Jo, weg, weg, weg. So, 70.000 haben wir. Wir sind jetzt schon in dem türkisen Bereich. Gucken wir mal, was für Missionen wir haben. Explore the Moon immer noch, nein. Test Rokkomax Orbiting Kerbin. Das ist übel. Das heißt, wir müssen ein Triebwerk, was ein Feststoffbooster, wir müssen einen Feststoffbooster bis in einen Orbit bringen und dann erst zünden. Ja. Das sind keine neuen bei, kann das sein?
Das sind immer noch die, genau, Jeanska. Mach mal weg. Und weg. Und es sind gleich zwei neue von genau der gleichen Art gekommen. Oh. Nein, nicht von der gleichen Art. Die hier sind viel komplizierter. Nein. Ja, sind beides wesentlich komplizierter. Was ist mit dir? Test Rocomax BACC Solid Fuel Booster. Bringt fast gar nichts. Nee. Dann gehen wir weg. So. Oh, ich glaube, das war noch nicht so toll. Was sind noch so aktive Dings? Science Data from Space Around Kerbin. Ja, das sollten wir demnächst mal wieder machen. Da. Test TR-18A Stack Decoupler Orbiting Kerbin. Wie mache ich das? Das ist das Ding, was unter der Kapsel normalerweise hockt. Und womit wir die Treibstoffgeschichte wegsprengen, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Aber das machen wir normalerweise nicht im Orbit. Also bisher nicht. Dazu müssten wir erstmal die größeren Raketen bauen. Also ja, ich könnte jetzt die Mundrakete bauen. Oder erstmal testen. Und die hat ja... Also sie hat unten drei Tankanlagen und drei Triebwerke. Dann kommt ein Staging-Ding. Dann kommt nochmal ein Triebwerk. Dann kommt noch ein Tank. Dann kommt noch ein Staging-Ding. Und dann kommt erst die Kapsel. Und damit können wir genau das machen. Aber TR-18A, ist das denn der kleine, den wir haben? Nicht, dass wir jetzt den Riesen... die Kappler irgendwie da reinbauen müssen. Das sehe ja ein wenig komisch aus. Nicht da. Ja, TR-18A ist der ganz normale Stack die Kappler. Ja, okay. Das ist kein Problem. Raus. Das heißt, wir werden jetzt bezahlt, die Mundrakete zu bauen, indirekt. Durch... den da? 15.000. Das wird nicht hinkommen. Die Mondrakete wird viel teurer sein. Aber wir kriegen zumindest einen Teil zurück. Und ziemlich viel Prestige. So, alright. Klaus? Hatten wir da schon was vorbereitet? Testbob, Testbob 1.1. Testbob wird historisch. Nein, wir haben da nichts vorbereitet. Cancel. Okay, dich hätte ich gerne weg. Danke. So, du bist nicht mehr Kutschwirt, du bist Mon Versuch 1.0. Du kriegst kein Reaction Wheel. Du kriegst ein Stack Decoupler, den wir nicht... Warte mal. Wir müssen nur einen Test machen. Wir müssen nicht wirklich absprengen, oder? Ja, ich glaube schon. Das heißt, wir könnten mit... Welcher war das? Komischer in den Orbit bringen. Nein, nein, der ist nicht mehr möglich. Einfacher Bob 2.1. Lad mal kurz den einfachen Bob 2.1. Könnten wir mit... Mit dir sind wir schon mal in Orbit, ja. Wir haben jetzt aber das Science Junior Ding, was ich gerne mitnehmen würde. Nee, das klappt nicht. Komm. Also, ich mache jetzt einen ordentlichen Mondlander. Nee, kein Mondlander, sondern so ein Mondversuch-Ding. So. Also, alles in Ruhe machen, alles ordentlich machen. Das Ding soll nämlich... soll eigentlich noch ein Science Junior darunter haben. Damit landen können. Das heißt, ich brauche diese Landing-Dinger. Die da. Davon drei Stück. So, die müssen wir gleich testen. Oh, warte mal, die musste man einen Ticken weiter runter, ne? So, ich hoffe mal, das hält so und macht damit keine Probleme. Das können wir ganz einfach testen. So, du. Nee, wo ist mein Siegwind? Da ist mein Siegwind. Speichern, testen. Einfach nur G drücken und wieder reingehen. Das ist alles, was du machen musst, Siegwind.
Wir gucken, ob das Aufklappen von den Dingern aus Versehen irgendwie das Ding da kaputt macht. Nö. Ja, und wir haben sehr viel Luft hier. Das heißt, wir können Forschung betreiben. Irgendwo im Orbit. Dann gehen wir runter. Kapseln die ganze untere Raketengeschichte ab, nachdem wir abgebremst haben. Fallen runter, machen Fallschirm an. Und dann ist der Fallschirm hoffentlich stark genug, um das ganze Ding hier aufzufangen. Wenn nicht, bräuchten wir Radial-Fallschirme. 3 Stück hier. Da, da und da. Können wir hier Forschung machen? Okay. Keep Data. Die restlichen Sachen bringen nichts mehr, ne? Ja, nee. Okay. Du, EVA. EVA Report. Ja. Okay. Nicht. Wieder rein. Recover. So, also das Ding funktioniert schon mal so, wie es funktionieren soll. Wir können Licht dran bauen. Weiter, 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 weiter. Also ist nicht wirklich wichtig, ist absolut nicht wichtig, aber es ist cool. Gib mir Licht.